Ja, jetzt ist es endlich soweit. Wir kommen zur Verleihung des Förderpreises Integration durch Sport, ausgelobt von der Stadt Aachen. Viele Bewerber gab es für diese Auszeichnung, die die Stadt für Vereine, Institutionen, Sportgruppen ausgeschrieben hat, die sich in besonderem Maße für die Integration einsetzen. Sei es von ausländischen Mitbürgern, Menschen mit Handicap oder auch Menschen aus sozial benachteiligten Familien. Und eins kann ich Ihnen sagen, die Jury besteht aus Vertretern der Stadt, des Arbeitskreises Integration durch Sport und des Fördervereins Integration durch Sport hat sich wirklich schwer getan. Lange haben sie diskutiert, denn alle Bewerber haben die Grundkriterien des Preises nämlich erfüllt. Ja, für die Preisverleihung darf ich jetzt erstmal wieder ein paar Ehrengäste auf die Bühne bitten. Dann nochmal die Stadtdirektorin der Stadt Aachen, Frau Anne-Kathrin Rehling, Herr Sadio Barry, Vorsitzender des Integrationsrats der Stadt Aachen, Herrn Hans-Georg Suchowski, er ist der Vorsitzende des Arbeitskreises Integration durch Sport, und Frau Elisabeth Schäfer von der Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK. Kommen Sie bitte hoch. Ja, kommen Sie bitte an meiner Seite. Ja, Frau Rehling, zum dritten Mal wird der Preis jetzt schon verliehen. Warum ist es denn der Stadt ein Anliegen, solche tollen integrativen Projekte denn auch hier öffentlich auszuzeichnen? Ich glaube, es ist besonders wichtig, dass wir nicht einfach nur Dinge tun, wobei das nicht nur schon eine Untertreibung ist, denn es ist ja ganz viel, was getan wird, sondern dass man das auch zeigt, dass man Beispiele bildet, dass man Mut macht, dass man einfach deutlich macht, wie es gehen kann und dass das nicht nur Arbeit ist, sondern auch Spaß machen kann, dass die Dinge zusammengehören. Das ist genauso wie überhaupt der ganze Integrationstag nicht nur Sinn macht, weil man zusammenkommt und feiern kann, sondern weil man auch deutlich Signalwirkung geben kann, deutlich Beispiele setzen kann und einfach ja, zeigen will, wie es für die Zukunft für andere mit anderen gehen kann. Sind wir denn in Aachen, was jetzt Integration durch Sport angeht, auf einem guten Weg oder müsste es da noch ja, deutlich mehr solche Angebote geben? Ich glaube, nach dem, was wir eben gesehen haben, insgesamt schon, dass die Stadt Aachen sich sicherlich nicht verstecken muss und dass die ganz vielen Vereine und Ehrenamtler sich erst recht nicht verstecken müssen, sondern deutlich machen, dass das hier in Aachen schon einen festen und guten Standort hat und auch einen guten Wert hat. Das natürlich nicht so gut ist, dass man nicht vielleicht noch was draufsetzen könnte, ebenso wie eine Schule mehr oder wie ein Verein mehr, das soll noch gar nicht bestritten werden. Aber ich glaube schon, wir alle hier in Aachen können ziemlich stolz darauf sein, was wir tun. Ja, bevor wir jetzt zu den Hauptpreisträgern kommen, erhalten zunächst zwei Bewerber einen sogenannten Anerkennungspreis, den die DAK-Versicherungsgruppe als Sponsor des Preises zur Verfügung gestellt hat. Ja, und dazu darf ich jetzt die beiden Anerkennungspreisträger vorstellen, die ich auch gleichzeitig auf die Bühne bitten darf, um diesen Sachpreis von der DAK entgegenzunehmen. Ja, das ist zum einen Zabalingo mit einem breiten Sportangebot von Fußball, kreativen Tanzen und Yoga bis hin zu Stockkampfkunst, 2010 in Eindorf gegründet. Mittlerweile sind sie in Stolberg-Donnerberg zu Hause. Ja, und sie bringen Kinder, Jugendliche und deren Eltern zusammen mit und ohne Migrationshintergrund. Aktuell sind es dort 180 Teilnehmer. Ja, und zum anderen Aachen Euregio Sport mit ihrem Projekt Euregio Ringerbrücke, bei dem Kinder und Jugendliche aus der Euregio ja, das Ringen, Rauchen und auch Kämpfen lernen. Natürlich alles nach dem Regelwerk. Ja, das ist Ihr Applaus, liebe Anerkennungspreisträger. Auf der Bühne sind. Ja, und dann bitte ich jetzt Frau Rehling, die Urkunden und Preise auch zu überreichen. Bitte. Wir nehmen nochmal das Mikrofon dazu. Ich freue mich und ich bin stolz darauf, das tun zu können.
ihm den Anerkennungspreis für Integrationsarbeit im Sport verleihen zu können. Die Stadt Aachen verleiht in dankbarer Würdigung der Leistungen und Angebote im Sinne erfolgreicher Integrationsarbeit einen Anerkennungspreis an Tabalungo, Stolberg. Den Rest schenke ich mir jetzt, was Sie alles damit verbinden, vom Hobbyfußball bis hin zu Graffiti-Kunstprojekten. Ich danke Ihnen allen und ich denke, wir alle können ziemlich stolz drauf. Und ich denke, hier freuen sich gleich alle über viel Unterstützung für unseren Stücken. Ja, dann kommen wir jetzt zum zweiten Anerkennungspreis, den ich auch bitte Frau Greling jetzt zu überreichen. Ja, auch Ihnen mit bestem Dank den Anerkennungspreis für Integrationsarbeit im Sport. Ebenfalls in Würdigung natürlich ihrer Leistungen und Angebote in Sinne erfolgreicher Integrationsarbeit. Projekt Euregio, Ringerbrücke, starke Kids bauen Brücken, kämpfen, ringen und raufen für Kinder und Jugendliche. Meinen herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Für die Anerkennung und wir sind noch ein sehr junger Sportverein, die im Prinzip dieses Projekt ins Leben gerufen haben und auch überregional agieren, nicht nur in Aachen selbst, sondern auch im Land Aachen, im Kreis Aachen und im Verband mit den niederländischen Vereinen, auch mit den belgischen Vereinen. Und ich denke, dass wir auch in naher Zukunft noch weiter da aktiv sein werden und möchte natürlich viele einladen, dass wir daran teilnehmen. Schönen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal an alle Preisträger für diese tollen Leistungen auch. Und dann darf ich Sie bitten, wieder alle Platz zu nehmen und natürlich nochmal einen riesen Applaus hier. Wir müssen noch ein Foto machen. Das gehört natürlich zu so einer Preisverleihung dazu. Thank you.
So, und dann alle mal ganz kurz zu mir in die Kamera rüberschauen, bitte. Gucken Sie mal ganz kurz zu mir. Sehr schön, super, ganz toll. Und mal kurz rüberschauen. Ja, klasse, sehr schön. So, Sekunde. Und eins noch bitte, einmal noch. Da haben wir es. Ja, super, sehr schön. Vielen Dank. Super. Ja, die Fotos sind gemacht. Wir fangen natürlich von hinten an.